Let's play The Witcher 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wie man sehen kann, ich habe gerade schon wieder hier den Anblick genossen. Ah, kann mich gar nicht satt sehen hier in Toussaint. Aber wir haben was zu tun. Nämlich hoffentlich kann ich jetzt eine neue Rüstung schmieden. Und dabei fällt mir jetzt gerade etwas ein, das ich vollkommen verpeilt habe. Habe ich in Toussaint? Ich habe keine Kiste in Toussaint. Kakarakakak. Das heißt, ich muss dahin. Da müssen wir zuerst zum Weingut. Das wollten wir ja sowieso noch machen, weil es ist ja fertig geworden. Ich reite es ja mal durch. Weil ich muss ja, damit ich die Hexerrüstung basteln kann, muss ich ja die alten Teile davon haben. Nehme ich an. Also zumindest war es bis jetzt immer so. Na dann, auf nach Corvo Bianco. Mein drittes neues Weingut. Ich aktiviere die Quest mal schnell. Oha, Plätze. Ich hab doch hier gerade. Wo ist denn die Quest? Auf dem Turniergelände gibt's noch eine Quest. Mal gleich markieren noch. Ach, Plätze! Beweg dich. Stell dich heute nicht so an. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Liebe, Jugend, Abenteuer. Unsere fahrenden Ritter sind solche Helden, dass wir schon einen Hexer anstellen müssen, damit er ihre Arbeit tut. Es sieht auf jeden Fall schon mal cool aus hier. Hier die Schmiede. Meine Gegenstände wurden aufgewertet. Ha. Schleifstein. Wie cool. Dann gucken wir mal, wie es da drin jetzt aussieht. Ja doch, da hat sich auf jeden Fall was verändert hier. Wow. Ach, da habe ich die Undwicke Rüstung drauf. Wusste gar nicht mehr, wie cool die aussieht. Haben wir noch ein Bild? Nee. Wir haben mehrere Rüstungsstände jetzt gekriegt. Schauen wir mal oben. Das sieht schon alles sauberer aus hier. Echt nett. I like it. In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriften lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte. Links kannst du Bücher, Schriften und Briefe auswählen. Der Inhalt wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Okay. Coole Sache. So, kann man jetzt hier schon schlafen? Bettstufe Edel. Maximale Vitalität. Um 500 Punkte erhöht. Bonus auf Erfahrungskampf im Gewinn.
Erfahrungskampf im Gewinn. Was zum Henker? Ah, wenn ich jetzt so lange schlafe, ich schlafe einfach mal bis morgen früh, dann kriege ich diesen Bonus. Das ist ja nett. Was sind denn das für Trophäen? Warum kann ich die hier nicht aufstellen? Das habe ich immer noch nicht ganz kapiert. So. Das müsste... Ich habe die Wolfsrüstung gefunden, ne? Wolfsrüstung. Wolfsstiefel. Wolfshose. Wolfshandschuhe. Okay. Dann gucke ich doch jetzt mal, was wir weiterbauen können. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Der Name. Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. My man. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Aha. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich. Barnabas Basilius, ich feiere den Namen. Je schlimmer auf Herb, desto früher im Grab. So, was haben sie denn hier gefunden? Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Julius Van Garves Brief. Lieber Finder dieses Briefs. Mein Name ist Julius Van Garve und wenn du diese Zeile liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindungen meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Ban Art geschickt, die berühmte Magierschule, doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen. Denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande, stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Dieser wundersamsten aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet. Und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte dir diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zu Verletzungen oder gar zum Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist der Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen des Alchemietisches, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagenen, die Monstern entnommen wurden, in gewöhnliche Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass das möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangen bist, solltest du lieber zurücktreten, ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung vor der Welt versteckt habe, warum ich mein Rezept nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten. Und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und leb wohl, Julius Van Garve, Alchemist.
habe ich denn hier oben alles noch für? Ach, sind die ganzen Sachen. Okay, was können wir jetzt hier machen? Die Mutter hat. Im Labor kannst du Mutagene transformieren, die du in ihrer Grundvariante von Monstern genommen hast. Zum Beispiel kannst du ein Erscheinungsmutagen in ein kleines grünes verwandeln. Du kannst Basismutagene im Alchemiefenster in ihre mächtigeren Versionen verwandeln. Mit dem richtigen Rezept kannst du auch die Farbe eines Mutagens ändern. Wir brauchen rote, ne? Ich zerlege einfach mal ein paar. Und hopefully kann ich da mir vielleicht große rote machen. Dann können wir da endlich mutieren. So, gucken wir doch mal. Müsste doch gehen, rotes Mutagen. Großes rotes Mutagen. Reicht es jetzt schon? Y. Ja. Coole Sache. Aber irgendwie kommt das Gefühl jetzt für mich der Punkt so ein bisschen spät im Spiel. Weil bei mir dauert es jetzt hier schon eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mal ein Level Up bekomme. Könnte natürlich Mods dafür benutzen, aber hm. So, Barnabas Basilius. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Wengerometer. Verzeihe, Herr. Aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wie er halt über den Namen so sagt, das feiere ich. So, reden wir erst einmal über das Gelände. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Plötze verdient einen geräumigen Stall. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Ja, mach mal. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen. Doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas?
Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bourdieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Machen wir auch? Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Besseres Bett. Ich denke darüber nach, bessere Boni. Ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Jawohl. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Noch ein Waffenständer. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Gut. Da ärgert man sich fast so ein bisschen, dass man viele Sachen sofort. Es wird höchstens einen verkauft hat, wie sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Gästezimmer. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ach komm, dann holen wir die Rüstungsständer auch noch. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ja. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Sehr schön, Barnabas Basilius. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? So, mehr können wir nicht machen. Das erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Barnabas Basilius. Ich würde sagen, stellen wir jetzt mal noch die Bärenrüstung aus. Habe ich denn die Bärenstiefel an gerade? Ah. Ja, die kommen dann später zurück. Ah.
So. Schön. So, dann haben wir hier erst einmal wieder alles gemacht. Und ich wechsle die Quest auch mal wieder. Wo ist er denn, der Meister? Mehr als ein Meister da. So, komm, Plötze. Boah, kriegst du einen schönen neuen Stall. Die Arbeit bleibt bestehen. Komm schon, Plötze. Und schau mal da, dass ich auf dem Weg. Ach guck. Hä? Wieso? Plötze? Ich lenk da gar nicht hin, wo die hinreiten. Kann ich da nicht hoch? Okay. Lauf, ausbegriffen. Plätze. Dann. Komm ich so hoch? Auch schneller. Nicht. Die Tage, sie vergehen. Die Arbeit bleibt. Ich wollte eigentlich schnell. Da. Was? Hallo, ich will doch nur dort auch. So, ich will noch schnell zum Turniergelände. Diese Quest möchte ich gleich annehmen. Hexe, ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Ja. Ich muss dich sprechen. Ein Monster. Ah, das ist doch der junge Ritter, oder? Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend. Obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat? Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal. Als würde sie sich in Luft auflösen. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber?
Darüber, wie verschlossen Vivien ist und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Was du da gehört hast, vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Erzähl mir mehr über Vivien. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht, denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivien frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivien würde ich jedes Opfer bringen. Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Klingt lustig. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivien tust du alles. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Was verlangst du? So, gehen wir mal auf 600, würde ich sagen, hä? Ich habe Freunde, die ich fragen kann. Sicher leihen sie mir was, aber nicht mal das würde reichen. Kannst du nicht etwas runtergehen? Jetzt tut er mir leid. Einverstanden. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivien getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Tja, ich dachte jetzt nicht, dass ich da direkt weitermachen muss. Drum machen wir das in der nächsten Folge. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis morgen.